So, und da sind wir zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Hardcore nach über 3 Wochen. Ja, das war jetzt auch eher spontan, dass wir es heute weitermachen. Aber ihr seht, wir sind bei der Goldfarm. Ich habe einiges zu berichten. Ja, wir haben den schon, sehr gut. Denn die Ereignisse haben sich ein bisschen überschlagen in den letzten Wochen, was Minecraft angeht. Ich habe mich ja in letzter Zeit ein bisschen mit der Carpet-Mod befasst und die hat eine Version von Autocrafting. Die habe ich dann hier einfach mal installiert, um die ganzen Nuggets halt direkt zu craften. Okay, das hat hier nicht so richtig. Manchmal kommt hier irgendwie noch Zeug rein und deshalb funktioniert das nicht. Das ist seltsam. Also, ich glaube, ich weiß, woran es liegt, aber das bringt dann das System ein bisschen durcheinander. So. Kann man jetzt argumentieren, ob das so Vanilla ist, aber dann kam Minecraft Live. Und dann ich dachte, dass so, ja, Mojang wird wieder irgend so eine belanglose Scheiße droppen, die eigentlich keiner haben wollte. Mob Vote, wo sie dann sich eigentlich, wo man eigentlich nur aussuchen darf, welchen von den 3 Mobs sie dann auf die hingerotzteste Art und Weise einbauen werden. Ich habe nie bei einer Mob Vote mitgemacht und werde das wahrscheinlich auch nie, weil ich einfach sehe, wie wenig Mühe sie sich dann mit den Mobs geben, die dann gewählt werden. Und dann droppen die einfach 1,21. Also erstmal, allein der Crafter ist so ein Game Changer. Das Ding ist viel simpler und viel mächtiger als dieses Auto-Crafting-Ding, was Carpet einführt, je sein könnte. Also das, was für das man diese Version von Auto-Crafting kannst du im Prinzip nur benutzen, um halt Blöcke, also einzelne Blöcke direkt wieder in ihre Einzelbestandteile zu verlegen, also Goldblöcke wieder zu Goldbarren. So Sachen wie, also so ganz einfache Crafting-Rezepte wie hier Sugarcane zu Papier. Oder halt, um die Sachen zu komprimieren. Der Crafter kann ja viel, viel, viel mehr mit viel, viel weniger Aufwand. Deswegen, ja, da habe ich hier auch kein schlechtes Gewissen. Und dann kommt ja noch der ganze Rest, den 1,21 bringen soll mit einem potenziellen Weg, dass Diamanten erneuerbar wären, ohne dass sie zu Trash werden, weil es trotzdem limitiert ist. Also mit Time Gate wahrscheinlich. Das heißt, man kann sie zwar farmen, aber man kann sie nicht unbegrenzt hintereinander AFK farmen. Und das ist eigentlich genau das, was wir für Diamanten brauchten. Okay, ja. Deshalb. Ich bin sehr gespannt, aber darum soll es heute nicht gehen. Ach ja, der Grund, warum ich Gold brauchte, ist, ich habe entschieden, wir gehen auf goldene Äpfel als Hauptnahrungsmittel, auch wenn es sich so verschwenderisch anfühlt, aber wir können sie jederzeit essen. Wir haben dadurch dann direkt auch Regeneration und Absorption. Das ist eigentlich das Beste, was wir haben können an diesem Punkt. Ich weiß nur nicht, ob die Goldfarm dafür reicht. Was ist dir so erlaubt, nicht zu streamen? Ja, ich muss im Moment mir einige Gedanken machen, wie ich weiter verfahren möchte und was ich machen will und wie und was ich dafür auch aufgeben muss. Ist jetzt ein bisschen kryptisch, aber ist so. Oh, jetzt wird die nächste Musik wieder so mega dramatisch. So, aber heute hat es sich, wie gesagt, einfach angeboten, noch einen Stream einzufügen, abgesehen davon, dass ich Lust auf Minecraft hatte. Und ich brauche, also ich habe heute mich mit DaVinci Resolve befasst, also wie mein bisheriger Workflow zumindest für die Vods, beziehungsweise auch generell die Sachen, die ich vorher mit Premiere gemacht habe, wie ich die halt da machen würde. Und dann wäre es auch gut, also ich meine, ich habe es natürlich schon getestet, aber dann auch mal einen Wort zu haben, den ich dann richtig da durchjagen kann. Also nicht wundern, wenn dieser Wort ein bisschen anders ist als üblich von der Qualität her oder manche Effekte, wie der zum Beispiel mit der Chroma Key für den Chat-Overlay, ein bisschen anders ist. Es liegt daran. So, wir haben 2 der Statuen schon gebaut. Da müssen wir auf jeden Fall noch.
Ja. Die Bäume müssen weg. Also zumindest die da oben. Okay, ist nur ein Schwein. Für einen Moment dachte ich, da wäre vielleicht was Böses. So, die sind nicht verbunden mit irgendwas. So, den nehmen wir auch weg. Gegebenenfalls müssen wir halt auch den Hügel ein bisschen trimmen, aber ich will halt das hier irgendwie, ich finde es so schade, das wegzumachen, weil das ist so, das passt so überhaupt nicht rein. Ich finde es schade, dass einfach, ne? Da hat man mal Minecraft, das ist mal ein bisschen, ich meine, gut, mit 1.18 ist es wieder deutlich besser geworden, aber das war wirklich interessantes Terrain, wenn man die alten Beta-Seeds, so Glacier und so, was da rauskam, was auch so wirklich die Fantasie ein bisschen beflügelt hat. Ich sehe schon, du bist noch einen Schritt von einer Renderfarm und einer bezahlten Cuttern entfernt, um deinen Workflow zu streamlinen. Falls ihr heute im Stream von Maurice Weber dabei wart, er hat tatsächlich irgendwie so eine Scam-Geschichte. Also es kam irgendwie über Umwege dahin, aber es ging irgendwie so über so ein Scam-Angebot, so von wegen, ja, wir managen deinen YouTube-Kanal und dann verdienst du $10.000 im Monat. Es war wundervoll, das zu sehen. So. Ja, das Problem ist halt wirklich der Hügel. Wir können den Hügel nicht zu krass, wir können höchstens irgendwie 2 Meter da oben wegmachen. Danach, ist auch schon wieder vorbei. Denn mehr ist nicht zu machen. Also ich glaube, ihmchen hier werden wir, glaube ich, nicht so wirklich sehen können vom Schrein aus. Aber es ist vielleicht auch okay. So, pass auf. Wir machen nochmal kurz das Inventar leer. Da müssen wir kurz gucken, was wir für die dritte Statue brauchen. 10.000 im Monat für solche Almosen stehe ich gar nicht erst auf. Ja, echt, Mann. Total billo. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, jetzt wo ich nicht in einer Kampfsituation bin, goldene Äpfel zu essen. Muss ich echt zugeben. So, pass auf. Wir brauchen Gelb, wir brauchen Orange. Boah, ich hab's extra ausgerechnet. Also das müsste hinhauen von dem Stein her, den wir hier haben. Dann brauchen wir. Ich hoffe, das haut hin. Also der Skin hat tatsächlich mehr so Orangetöne, stelle ich fest. Orange können wir auch nachcraften. Gelb auch, wenn wir müssen. Ich weiß nicht, was du verpasst hast, Creative. Ich weiß es wirklich nicht. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Recam habe ich jetzt auf Tab gelegt. Wie habe ich das hier gemacht? Wir haben die Ausrede für dein Nicht-Stream schon. Ja. Stimmt, die Froglights brauchen wir. Die gelben. Was war die Ausrede? Dass ich im Moment einige Gedanken machen muss.
So, pass auf. Schematic Placements. Wir haben die Ihmchen hier. No Entities. Locked. Das riecht hier so verbrannt. Ach, Spinny denkt schon wieder. So, pass auf, ich muss mal kurz. Ah ja, jetzt muss ich wieder diese komische Geschichte hier machen, dass ich euch sehen kann und auch den. Oder auch das sehen kann. Hoffentlich funktioniert das. Okay, die untersten 14 Ebenen kann ich so machen. Kannst du dir nicht Gedanken machen, während du Minecraft spielst? Ja, vielleicht muss ich aber auch in Stimmung für Minecraft sein. Biologie ist sexistisch. Kommen hier heute aber wirklich wieder zu hotten Takes. Jetzt habe ich nicht richtig mitgezählt. Du bist so gut im Masking, du hast doch keine richtige Stimmung gebraucht. Ich war gut in Masking. Zumindest gut genug. 5, 8. Okay, wir müssen noch einmal. So. Dann. Okay, es ist tatsächlich eher orange hier. Wenn du Skill Masking aufnehmen verlernt hast, was hast du denn stattdessen ausgewählt? Gefühlt nichts. Es ist kein richtig. Das ist jetzt blöd. Also, wenn ihr auf das Bild guckt, das ist so ein gelb-orange. Aber das hier ist wieder zu orange. Das andere ist zu gelb. Mal kurz, kurz weinen, weil ich mein Leben gedanklich reflektiert habe. Oh je, was habe ich getan? Ah, okay, sehr gut. Ja, das ist schon mal, das passt perfekt hier mit der Ecke. Guck mal kurz, ich muss nur kurz drehen. Hier geht es nämlich wirklich mehr ins Gelbe. Fällt das gerade nur nicht. 4, 6, 8, 10, 12, 14.
16, 18, 20, 22. Dann bin ich gerade wirklich zu blöd zum Zählen. Sechs, sieben, acht. Naja, ich bin zu blöd zum Zählen. Immer schön trinken. Ja, das ist grundsätzlich eine gute Idee. So, einmal trinken. So, pass auf. Die Enderperle bringt uns jetzt nichts. So, dann haben wir hier. Moment. So. Können wir es einstellen, dass kann ich das einstellen, dass er die falsch sind, dass er die nicht anzeigt? Gar nicht anscheinend. Dann müssen wir es eben so machen. So, und dann auf der anderen Seite müssen wir uns wieder ein bisschen runtergraben, glaube ich.
Das ist wieder so eine Ecke, das ist natürlich scheiße. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich Ecken gemacht habe. Also Ecken, bei denen es kollidiert ist. Lolcat, ja, Moment, das können wir machen. Zumindest die vordere Zeichnung möchte ich eigentlich nicht verfälschen. Kann man eigentlich mehrere Baumpatenschaften haben? Ist eigentlich nicht vorgesehen. Ich weiß auch nicht, ob ich das fortsetze, to be honest. Aber das ist auch einfach eins von Double Cheeseburger. Eins von vielen Sachen, über die ich mir Gedanken machen muss. Kann man für seinen Baum auch Luftblöcke nehmen? Es bestehen bis jetzt noch einige Bäume aus Luftblöcken, weil ich daran nicht weiter gearbeitet habe. Ist auch noch so ein Problem. Nur wenn man sie manuell als Item aus dem Inventar platziert. Uff. So, wir drehen mal kurz auf die andere Seite. Jeder der Bäume existiert bereits aus dem falschen Sandmaterial. Also wenn man so dreht, dann kann man einiges, dann kann man sich einiges schönreden. So, theoretisch müsste hier das so sein. Sag nicht, dass du falsch liegst, Creator. Ich habe darauf leider auch keine Antwort. Thank you.
Hast du auch schon das dunkle Volk schon vorgebaut. Du musst nur noch Blöcke setzen. Ja, ich habe auch schon mein HGLG komplett vorbereitet. Es muss nur noch programmiert werden. Das RTL-Prinzip, what? Hä? AGLG Release next month, ja. Schön wär's. Nee, erstmal ist ja jetzt der. Na und so. Wobei ist ja bekannt, dass auf der LAN etwas kommt. RTL-Prinzip, ja, dann habe ich die Nachricht nicht gesehen. Aber ich habe auch eigentlich gelernt, dass die Abkürzung RTL sowieso für reueloses, totales Lügen steht. Also ist das nicht schon das RTL-Prinzip? Jeder von uns hat also RTL schon installiert. Muss noch die Bits ein bisschen anpassen. Das ist halt auch so eine Schiff des Theseus-Geschichte. Unendlich tippenden Affen. Oh, dieses Skin-Editor ist so nervig auf diese Weise zu nutzen, aber was bleibt mir denn anderes? So, jetzt auch den Oberkörper dazuschalten. Und gucken, wie es sich verhält. Ja, okay, wir müssen jetzt eigentlich vorne und erst vorne, dann hinten und danach kommen ja erstmal die Arme. Weil wir die Arme schon mal bauen sollten, denke ich. Warte, die Arme müssen aber. Jawohl, die Arme müssen auf der Höhe sein. Wurde übrigens widerlegt. Moment, wie haben Sie das angestellt? Wie widerlegt man diese Theorie? Und warum sollte man das tun? So wie die Leute, die meinen, Schrödingers Katze widerlegen zu müssen.
Forschungsgelder verbrennen sich ja nicht von allein. Ja gut, das ist eine wichtige Disziplin, ja. Huch. So, dann hier. Hoch. Wie viele HGLer sind bei der ZL-LAN? Da muss ich kurz gucken, wer überhaupt zur LAN kommt. Ist irgendwo die... Verdammt, wo ist die Liste? Auf jeden Fall macht jemand gerade eine Liste. Es sind mit mir. Mit mir sind es anscheinend. Ja, so mindestens 5. Wo ist die Liste? 6. Stimmt, da ist auch dabei. Wo ist die Liste, verdammt? Pinned Messages. Es gab doch. Wie war doch mal irgendwo eine Liste, oder ist die nicht. Hier, sondern in dem anderen Channel. Wo ist die Liste, verdammt? Also es sind mindestens 6 mit mir. Du hättest hingekonnt, Creative, aber die LAN ist schon ausgebucht. Suche, aber es glaube ich noch möglich. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade die Liste nicht gesehen, Henny. Also ich kann euch nicht sagen, ob die vollständig ist, aber wie gesagt, mindestens mal die 6, die jetzt da gelistet waren. Haben mehr auf das Papier geschissen, als Text drauf zu hinterlassen. Ja gut. Wobei das, was Menschen teilweise von sich geben, auch nicht besser ist. Also... Ich habe erst die Tage noch so übergelesen, wie smart Elefanten eigentlich sind.
Also man sagt ja nicht ohne Grund, dass jemand ein Elefantengedächtnis hat. Da ist ja durchaus was dran. Es hätte ja keiner ahnen können, dass sowas passiert vorher. Sag, wo die LAN ist und da fliegt dann mit einem Helikopter hin. Die LAN ist in Frankfurt. Haben intelligentere Texte geschrieben als jeder AfD-Wähler. Wahrscheinlich, ja. Na, nein. Ach, warte, was mache ich denn hier eigentlich? Hier kann ich das ja sogar machen, weil das geht ja dann in den Arm direkt über. Das heißt... Hier. Aber hier wäre Doppelsprung jetzt sehr, sehr hilfreich zu haben. Es ist weiter weg als meine Haustür und somit zu weit weg. Machst es einem aber auch nicht leicht. Ich darf nicht ständig meine Herangehensweise wechseln, wenn ich hier was versuche zu bauen, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Wird doch wohl nicht so schwer sein, die LAN bei dir zu Hause machen. Hast du bei dir Platz für über 30 PCs und 30 Leute? Plus für einen Billardtisch? Plus für eine Bar? Ja, du kannst dir die Location ja mal angucken. Die ist schon krass. Nein, also... müssen alle mal etwas verzichten auf einem PC abwechseln. Du, ich werde wahrscheinlich sowieso mehr Billard spielen als Siedler. So war es zumindest beim letzten Mal. Ich bin auch nicht da, um irgendwie die LAN-PCs zu nutzen, groß. Also. Letztes Mal warst du aber nicht 3 Tage da. Werde ich auch dieses Mal wahrscheinlich nicht sein. Beziehungsweise sonntags nochmal hinkommen, also wenn sonntags sowieso schon vormittags geräumt wird, ist ja, bringt das nichts, nochmal da hinzukommen. Das heißt, da machen wir uns dann schon auf dem Rückweg. Huch, was habe ich denn da? Achso, da habe ich nicht den Stein durchgezogen. Hey Panda, kommt noch was anderes aus einer Eigenschaft. Ich habe tatsächlich voll Bock auf Siedler 3 im Moment. Aber ich muss halt leider auch sagen, dazu muss ich halt mehr Zeit, also wenn ich da einen Longplay machen will, muss ich halt auch wirklich mindestens mal 8 Stunden einplanen. Oder WePlay.
Okay, ja, aber mein Replay war sehr, also dafür müsste ich eine Sensorleiste aufstellen und einen Motion Controller haben, weil Replay war ja schon sehr darauf konzipiert, dass es das demonstriert. Stopp, jetzt MC und starte Zelda 3. Nein, ich hatte nicht vor, jetzt morgen früh noch hier zu sitzen. Ob man es glaubt oder nicht. Genau. Es geht eigentlich ziemlich nahtlos über. Was habe ich denn hier gemacht? Hier. Ich bin mal gespannt, also ob ich dieses Replay-Footage, was jetzt entsteht, auch je verwenden werde. Ich nehme es halt auf und ich bin auch irgendwie total paranoid immer, dass das auch einigermaßen brauchbar wird und ich nicht zum Beispiel nicht an einen anderen Ort muss und die Chunks hier entladen werden. Aber ich sehe im Moment wenig Sinn, es für irgendwas zu benutzen. Pass auf, aber wo wir schon mal sowieso gerade kein Dings benutzen, können wir auch. Das ist halt wirklich ein geiler Effekt. Ich bin auch echt gespannt, wie lange ich nach Release von 1.21 werde warten müssen, bis ich es auch spielen kann. Also bis die Mods geupdatet sind, die ich verwende. Na ja, gut, die eine Mod für die Auto-Crafting-Table kann ja dann zumindest wieder raus. Aber der Rest muss ja dann auch erstmal noch geupdatet werden. Weil ohne Inventorio spiele ich nicht mehr. Ganz ehrlich, wir nutzen einen Bruchteil von dem, was uns Inventorio bieten könnte. Wir könnten ja noch extra 3 zusätzliche Inventarleisten haben. Das nutzen wir ja gar nicht. Zumindest noch nicht. Und ich will schon nicht mehr ohne spielen. Hat ja eigentlich auch eine Kündigungsbestätigung für ein am Twitch aber bekommen. Das könnte es vielleicht am daran liegen, dass du das ja im September gemacht. Dass es vielleicht daran lag, dass es dann oder dass es umgestellt haben. Immer schön hydrieren. Ja, das ist wichtig.
Moment, da habe ich was vergessen. Nicht hier. Na, wir gucken mal kurz. Mir gefällt dieser harte. Das sieht halt schon fast rot aus. Also da kriegst du. Das ist für mich kein Orange. Also ja, schon, aber halt finde ich zu krasser Unterschied eigentlich. Also es sieht, finde ich, nicht. Ja gut, das richtige Rot sehen wir da drüben. Das Licht, vom Licht her sieht es trotzdem nice aus. Und ich meine, darum geht es mir eigentlich. Also es geht mir eigentlich mehr so hier darum, dass ich diesen Lichteffekt ausprobieren kann. Aber ich weiß gerade nicht, ob mir das nicht sogar schon wieder der falsche Farbton ist. Aber wir kommen halt nicht komplett drumrum. Warte, das ist nicht richtig. Doch, okay, doch, ist richtig. Man verrutscht so leicht in der Zeile bei diesem, wenn ich mir diesen Skin Editor so angucke. So, dann haben wir hier jetzt wieder einen etwas dunkleren. Stehen nur höhere Lebensformen. Oder man versteht es, wenn man Hai. Yikes. Ich kann mich dazu zu schauen, sollte mir die Mitgliedschaft geschenkt hast. Ich habe auch die letzten 3,5 Wochen nicht gestreamt, also es gab auch nichts zu sehen. Das ist die letzte Figur, die du gerade baust. Nee, es ist die dritte. Da drüben ist der grüne Sockel. So, jetzt brauche ich die Arme.
Natürlich kann ich jetzt die Darstellung der Seite nicht so ändern, dass, ja, alles scheiße hier. So. Rechter Arm ist auf der Vorderseite ziemlich unkompliziert. Wir sind gerade da, also machen wir das so. Acht Ebenen anscheinend. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und acht. Ich sehe es, was ich gemacht habe. Ich habe die ganz unterste Ebene, die ich schon gezogen hatte, nicht berücksichtigt. So. Dann kann ich jetzt nämlich sagen... Ach, der Blickwinkel ist scheiße. Das heißt, ich nehme den Körper... Ich habe den Körper jetzt... Also den Oberkörper jetzt einmal ausgeblendet. Sodass ich nur noch die Beine als Referenzpunkt habe. Falsch. So. Okay, hier haben wir Glück. So, dann muss ich wieder zählen. Okay, es sind 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Wenn es mir so jeden Subs ersetzen muss, wir fanden oder jedem einen neuen schenken, weil man deswegen nicht, nämlich den nicht nutzen konnte. Du hast aber Ansprüche hier. Kämen wir denn dahin, wenn Streamer am Ende noch ein Privatleben haben? Streamer haben die AGBs akzeptiert, ihre Seele zu verkaufen. So, so. War ich da anwesend? Und im vollen Besitz meiner geistigen Kräfte? Hast du die AGBs etwa nicht gelesen? Das hat ja nichts damit zu tun, ob ich geschäftsfähig war, als ich ihnen zugestimmt habe. Vier, fünf, sechs. Drei, vier, fünf. Also brauchen wir noch einmal. Dann stehen selber zu streamen, was immer es kannst werden. Es kommt drauf an, mit welcher Zielsetzung du da rangehst. Wirklich, wenn irgendjemand nicht Subs bringen was. Ja, also ganz ehrlich. Twitch nimmt 50% davon, also. Es ist definitiv, also es hilft schon, aber es gibt nicht ohne Grund in der Regel noch andere Sachen. Also ich bin jetzt kein Freund von Merch, ne, aber. Schrecklich ruhig so eine Minecraft-Musik. Stimmt, es kommt irgendwie gerade gar nichts. Das ist auch seltsam.
So, wir brauchen einmal die Schulter von ihm. Würde safe nur Hentai zeichnen. Solange du, ja gut. Ich glaube auf Twitch. Ich glaube, das wäre okay, glaube ich, solange du es als NSFW markierst, oder? Also ich glaube, Twitch reagiert ja, glaube ich, nur bei, ich sag mal, erstmal wirklich bei realer Nacktheit empfindlich. Also. Ne, wenn du als Streamer durch Google-Suchergebnisse gehst und Leute dich dazu kriegen, dass du Granny-Boobs googelst, dann wird es schlimm. Dann rettet dich auch nichts mehr. Aber ich glaube, solange es ein Zeichenstream ist, dürfte das eigentlich ziemlich safe sein. Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber das ist so meine Einschätzung. Es fällt dann wahrscheinlich unter Kunstfreiheit. Gibt es doch eigene Streaming-Plattformen. Oder eher auf YouTube streamen. Dann die Bots dreht. Und dann da bin ich mir nicht mal sicher. Also ob das wirklich so ist. Moment, habe ich die falsche. Ich habe hier gerade die Rückenansicht. Oh ja, ja. Weil. Ich war gerade in der Rückenansicht. Das heißt, ich muss rausfinden. Okay, 5. 2, 3, 4, 5. Okay, 2 runter.
3, 4, 5. Jetzt eine Karriere und niemand hier davon erfahren. Wenn ich einfach nur ein normales Spiel streamen will, muss ich ja mit notgeilen Chat-Nachrichten klarkommen. What? Ich meine, du bist volljährig, du kannst deine eigenen Entscheidungen treffen. Nicht alle Entscheidungen sollten getroffen werden. Das wiederum stimmt. Aber ich glaube, wenn Creative ein OnlyFans-Model werden möchte, dann können wir ihn uns nicht davon abhalten. Ich bin zwar volljährig, aber ich habe schon mehrfach bewiesen, dass ich nicht meine eigenen Entscheidungen treffen kann. Das hast du jetzt gesagt. Wer denn schon Zeichner und kein Modell? Apropos, ich muss jetzt gerade irgendwie dran denken. Ich habe auch oft immer auf dem Discord geteilt, das Video. Da hat ja jemand tatsächlich einen Twitch-Stream als Alibi für einen Mord genutzt. Es gibt ja einige YouTuber, von denen man dann später richtig krasse Sachen erfahren hat, aber das war schon heftig. Wait, what? Ja. Er hat seine Freundin hatte abgemurkst. Und als Alibi hat er halt zu der Zeit gestreamt, aber es war ein aufgezeichneter Stream. Und auch dazu voller Anspielungen auf das, was er vorhatte, also die man zumindest nachhinein dann zuordnen konnte. Also man muss davon ausgehen, dass es Absicht war, dass zum Beispiel ungefähr in dem Zeitraum, wo die Tat dann stattgefunden hat, die Aufzeichnung unterbrochen wurde mit einem Promo-Poster von James Bond, guter Tag zum Sterben. Wo man sich dann natürlich schon auch irgendwie, also auf der einen Seite, ich meine, da wird schon ein bisschen davon ausgegangen, dass es halt auch, weil die Freundin hat den Stream halt auch noch geguckt, nichts ahnend, weil, ne, will Boyfriend unterstützen. Und kriegt dann, ich kann mir gut vorstellen, dass das Ziel war, dass sie halt schon Panik kriegen sollte. Aber auf der anderen Seite fragt man sich dann halt auch, wollte der erwischt werden? Dämliche, aber da werden wir erwischt. Wie gesagt, ich frage mich wirklich,
ob er auch irgendwo wollte. Also ob dass man es rausfindet. Genau, macht ihr da nicht so viele Gedanken. So, klar, solltet aufpassen, was ihr in den Chat schreibt, aber die Leute, also ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dann in was weiß ich wie vielen Jahren durch alle meine Wots guckt, um dann irgendwo eine Aussage ohne Kontext von dir rauszufischen? Also um es mit den Worten von Q zu sagen, du bist nicht so wichtig. Man merkt, du arbeitest nicht im Kundenservice. Vielleicht auch so, wie extrem dämlich viele Menschen sind. Ja, ich weiß, was du meinst. Die Menschen sind. Es ist. Menschen. Also, selbst Menschen, von denen du weißt, die sind eigentlich smart. Da merkst du einfach zum Teil, dass die in bestimmten Situationen einfach ihr Gehirn komplett ausschalten. Und ich weiß auch selber, wie bestimmte Situationen dazu führen können, dass du einfach auch nicht mehr zurechnungsfähig bist. Wenn was man jetzt zum Beispiel bei diesem Streamer nicht weiß, oder was, wo man zumindest nicht gesprochen ist, was sein Motiv gewesen sein könnte. Also es war ja seine Freundin, die auch noch mit seinem Kind schwanger war. Na, also da gibt es einige Möglichkeiten, aber das, also ich meine, so wie er es geplant hat, muss es ja auch irgendwie ein Motiv gegeben haben, wie perfide es auch war. Ja, das werde ich nicht bestreiten. So, dann fehlt ja jetzt eigentlich doch nur noch das Gesicht, ne? Wir sind ja auch gerade etwas über eine Stunde dran, das überrascht mich gerade ein bisschen. Aber der Kopf ist ein bisschen komplizierter an der einen Stelle, ne? Nur mein Wissen hat dann Segen. Ja. Ja. Als Autist gilt das doppelt. Weil was mir vor ein paar Tagen oder auch in den letzten Wochen wieder bewusst geworden ist, Autisten haben einen gewissen Hang dazu, das Gewicht der Welt auf ihren Schultern tragen zu wollen.
Interessant, was du gerade erklärt hast. Ja, die Erkenntnis kam so ein bisschen, also den Film kann ich auch absolut empfehlen. Wir waren letzte Woche im Film Wochenendrebellen. Also basiert auch tatsächlich auf einer wahren Geschichte über einen autistischen Jungen, der jetzt inzwischen halt auch schon 18 ist und mit seinem Vater, der halt auf der Suche nach seinem Lieblingsfußballverein ist. Nur, dass er halt vorher alle, also zumindest erstmal alle Erst-, Zweit- und Drittligisten mindestens einmal sehen will. Beziehungsweise die Suche ist auch inzwischen ausgedehnt, weil er halt auch seine Kriterien hat, die keinen Verein so richtig genügt. Absolut grandioser Film, wahrscheinlich zumindest im deutschsprachigen Raum, aber wahrscheinlich auch international einfach eine der, wenn nicht die beste Darstellung von Autismus in einem Film. Auch mit der, auch der, also auch der, der Schauspieler, der, also der Junge, ist, der Junge ist kein Autist, also der Schauspieler, aber der war grandios. Und sagt der Echte, der ist halt auch sehr engagiert. So, was, auch was zum Beispiel Klimaschutz und so angeht. Und wenn man so liest, was er schreibt, warum er das macht, dann merkt man das halt auch. Dass, dass das einfach so, von, so eine, wie gesagt, wie ich mal meinte, Gewicht der Welt Sache ist. Gesund ist es halt wirklich nicht. Also, selbst wenn man an griechische Mythologie denkt, das Gewicht der Welt auf den Schultern tragen zu müssen, war eine Strafe für einen Titan. So, Menschen sind dafür nicht bestimmt, nicht alleine. Schon die Minecraft-Trailer gesehen? Ja, also allein der Crafter wird einfach so ein riesen Game-Changer sein. Deswegen habe ich auch absolut kein schlechtes Gewissen mehr, dass ich mir jetzt Carpet Autocrafting reingepackt habe für die Goldfarm. Verdammt. Jetzt schiebt sich hier schon wieder die Schematik nach vorne. Was kein schlechtes ist, weil Mojang es selber machen will. Interessant. Ganz ehrlich, Carpet Autocrafting ist viel, viel komplexer und bei weitem nicht so mächtig, wie der Crafter es sein wird. Deswegen, also, da kann auch keiner mehr argumentieren, dass das nicht gewollt wäre. Also nicht jetzt, nicht mehr. Es ist jetzt definitiv. Also, aber es ist, ich glaube, dass sie halt wirklich einfach gemerkt haben, wie verdammt beliebt Create Mod ist. Und sich gedacht haben, scheiße, wir müssen mehr wie Create Mod werden. Oder beziehungsweise uns ein paar Sachen davon abschneiden. Was jetzt grundsätzlich mal nichts Schlechtes ist. Ich meine, es sah ja auch so aus, als würden dann auch zum Beispiel hier Kupfer endlich mal einen Zweck bekommen. Da bin ich definitiv auch total für zu haben. Man sollte ins Spiel übernommen werden. Es wäre schon nice. Aber ich finde einfach allein der Crafter, also was der alles ermöglichen wird, weil dann kannst du halt wirklich, du kannst dann theoretisch jede mögliche Farm im Spiel kombinieren. Um halt wirklich, dann baust du dir einfach eine Pistenfarm. Also oder generell, du kannst dir Farm für alle Items, die du regelmäßig brauchst, bauen. Um die halt automatisiert craften zu können. Und selbst in seinen absoluten Basic-Einsatzzwecken ist es halt extrem praktisch, wenn du einfach
ne, Emeralds oder Goldbarren oder so einfach direkt komprimieren kannst. Man kann jetzt endlich in Minecraft craften. Aber dann endlich Sachen, die auch nicht. Ja, Create finde ich, ich finde es immer erstaunlich, dass Create so gut funktioniert. Also ich habe es noch nicht selber gespielt, aber dass es so flüssig funktioniert, dafür, dass so wie es funktioniert, das ja nie vorgesehen war. So, wie war es drüben? So. Okay, ja, da war es, glaube ich, falsch, ne? Ja, müssen vier sein in der Mitte. So. Wenn die Freecam vielleicht. Manchmal wäre es ganz praktisch, wenn die auch da bleiben würde, wo ich sie lasse. Wie warst du auf der Lern, läuft die noch? Die ist in 2 Wochen. Wie es war, kannst du mich dann fragen, wenn das so geklappt, wenn das alles geklappt hat, was wir vorhatten. Oder wie sie so vorhaben. Jetzt wetten angehen, was ich unter Medikamenten einfach Schlimmes tue. Es wäre, das Ding ist, du kannst, das Ding ist, wenn es wirklich das Medikament ist, kannst du halt wenigstens doch die Verantwortung wegschieben. Du hast nicht auf dem Schirm. Ja gut, das ist ja Patricks Sache. Also, ich muss auch sagen, ich verlasse mich da tatsächlich auch auf ihn, um halt die ganzen anderen Siedler-like-Projekte im Auge zu behalten, weil ich gar nicht die Zeit habe, da die ganze Zeit zu gucken. Ich habe auch heute tatsächlich festgestellt, dass ich noch gar nicht auf dem First Explorers Discord war. Medikamente sind einfach an allem schuld.
So, die müssten, die Hörner müssten hier ähnlich sein. Der war nicht schön, kann nichts in der Badehose. Huch. Das war nicht gewollt. Warte. So. Das ist schon praktisch. War das, hatte ich jetzt die so hervorgehoben oder nicht? Nee, hatte ich nicht. Totaler Blödsinn, was ich mache. Ja, das ist fast korrekt. Ich muss viel zu oft nachgucken, aber ich kann diese Konstellation hier will nicht in meinen Kopf rein. Ich dachte, du hast ein fotografisches Gedächtnis. Ich habe ein filmografisches Gedächtnis, wenn überhaupt.
Wo ist der Unterschied? Ich merke mir keine Bilder, ich merke mir Sequenzen. Ich, wie gesagt, ich habe auch den Begriff auch immer an einer Stelle halt gefunden. Ich glaube, den Link habe ich auch irgendwo unter meinem ersten Video zum Thema Autismus drin. Weil auch danach gefragt wurde, aber es ist schwierig. Ich weiß, dass ich tatsächlich sehr krasse Gedächtnisleistungen erbringe, aber ich finde keinen Begriff dafür sonst. Also es ist kein eidetisches Gedächtnis, so wie es beschrieben wird in der Regel. Oder ewig, um einzelne Details abzurufen. Ich kann, wie gesagt, so kann ich es eigentlich nicht in Worte fassen. Das ist falsch. Nee. Das ist, ich meine, ist, dass ich zum Beispiel Szenen aus Filmen oder aus Videos durchaus mit sehr hohem Detailgrad einschließlich Audio und so einprägen und meinem Kopf wieder abspielen kann. Und wenn es jetzt nicht gerade eine extrem aufwendige Choreografie oder sowas drin ist, dann halt auch wirklich mit nahezu perfektem Detailgrad. Und zumindest die Dinge, die halt wirklich wichtig sind. Also, ich merke mir jetzt nicht jeden Kiesel, der irgendwo auf dem Boden liegt, aber na, alles am gesprochenen Dialog, alles an Bewegungsabläufen. Ich merke mir immer Orte anhand des Gefühls, welche diese vermitteln. Das ist auch krass.
Buch. Ich kann das jetzt nicht alles vorlesen, aber ja, ich glaube, das entspricht dem schon, was du meinst. Was habe ich denn da gemacht? Das kann ich jetzt nicht so bestätigen, was du meinst. Aber gut, das ist halt auch, glaube ich, ein bisschen sehr spezifisch. Was ich aber. Wie habe ich das hier gemacht? Was aber, glaube ich, halt grundsätzlich halt der Fall ist, ist, dass. Das ist generell. Also, ich finde, es hat seine Limitationen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch bei den meisten Autisten so. Wir haben dieses Gedächtnis, unsere Gedächtnisleistungen erschrecken sich halt wirklich auch nur auf Dinge, zu denen wir eine emotionale Verbindung haben in irgendeiner Form. Wenn es uns halt gar nicht juckt, dann ja. Dann haben wir auch nichts davon.
So, komm, können wir es so machen, mit einer Lichtquelle weniger. Also in der Art, kenne ich auch in der Schule, mussten wir mehrere Lieder dann vorsingen. Ich mir einen, also sagen so, hier ist einfach was drin. Nee, also Gedichte auswendig lernen habe ich tatsächlich nie super gerne gemacht. Also es war nicht mal so, dass ich es nicht konnte. Aber ich habe auch irgendwie nie so wirklich den Sinn dahinter gesehen. Also ich sehe auch tatsächlich jetzt in unserer heutigen Zeit wirklich den Sinn dahinter nicht. Also ja, sich Sachen merken zu können ist schon irgendwie wichtig, aber ich glaube, dazu hat man genug Anlässe auch ohne Gedichte. Und das ist halt auch erst am Anfang auch irgendwie das Einzige, was man mit Gedichten wirklich macht. Options. Nein, doch. Graphics, Fancy Lights. Ich will es sehen. Also, mich stören. Die Farben stören mich schon, ehrlich gesagt. Also das ist zu krass. Da drüben ging es. Ah, das kann ich jetzt nicht nachsehen, weil, na gut, kann ich schon. Also hier, man sieht einfach, das Orange ist viel näher am Rot als am Gelb. Also es muss ausgetauscht werden. Wir sind nicht ganz nass von der Lehrerin verspottet und ausgedacht werden von allen Kindern, weil die Lehrerin das als Erziehungsmaßnahme betrachtet. Oh, was für schwarze Pädagogik hat denn bei dir in der Grundschule vorgeherrscht? Hilfe. Nur Lehrer aus dem Osten und noch schlimmerer Schulleiter. Ganz ehrlich, unser Schulleiter auf dem Gymnasium, also das war auch bestenfalls grenzwertig, was der manchmal so von sich gegeben hat. Auch wenn es vielleicht einfach nur sein Humor war. Aber ich denke mir doch auf der anderen Seite irgendwie so, bruh, du bist der Schulleiter, du repräsentierst die Schule nach außen. Also, ja. Habe ich das mal erzählt? Es war, wir hatten Stufenfahrt nach England, Ende der 11. Klasse. So, der Schulleiter war auch mit dabei gewesen. Und wir hatten einen Mitschüler, der halt gerne mal nicht zu den Treffpunkten kam, weil immer irgendwas war. Also ich glaube, er hat es auch irgendwie geschafft, sein Ticket zu verlieren für die Tube und so. Das war eine Katastrophe. Und ich glaube, dann standen wir wie kurz vor der Abfahrt, um halt wieder nach Hause zu fahren am Ende der Woche. Und von ihm war keine Spur. So, was sagt der Schulleiter? So, ja gut, da müssen wir jetzt halt irgendwie eins der Mädchen schwängern, damit wir wieder mit der richtigen Anzahl Schüler zurückkommen. Und wir waren dann erstmal so, what? Was hältst du von City Skyline? Ganz ehrlich? Wenn ich jetzt sehe, wie die Leute alle so total überrascht sind, dass das Spiel halt, also gut, sie haben ja auch vorher gesagt, es wird nicht komplett durchoptimiert sein, wenn es rauskommt, aber die Leute, also die Magazine sind so überrascht und ich denke mir so, habt ihr je ein Paradox-Spiel-Review zuvor? Offiziell habt ihr das ja. Also,
woher kommt die Überraschung, dass Paradox ein Spiel komplett unfertig rauskackt? Also, sorry, Paradox ist notorisch darin. Die Jungs waren aber mit dem Wetter draußen. Ja, das hat mit dem Sportlehrer hast du, glaube ich, mal erzählt. Nee, Paradox ist ja so, ist inzwischen einfach so ein. Sie versprechen mit jedem DLC und jedem Spiel, was sie machen, das Blaue vom Himmel. Und dann, das, und ja, also gerade die DLCs, wenn die neue Spielsysteme einführen, und dann merkst du halt einfach sehr schnell, das System hat die Tiefe einer Pfütze, hat im schlimmsten Fall einfach null Interaktion mit dem Rest des Spiels. Also Stellaris ist da, finde ich, ganz schlimm, aber ich glaube, das wird nicht das einzige betroffene Spiel sein. Und dadurch werden halt die DLCs auch sehr schnell sehr belanglos. Weil sie das Spiel nicht so verändern, wie behauptet. Und die Performance und KI wird halt auch jedes Mal schlimmer. Weil die KI dann wieder neue Mechaniken hat, mit denen sie aber nicht, also auf die sie nicht vorbereitet wird. Welchen der neuen Mobs warst du eigentlich? Ich mache bei diesen Abstimmungen grundsätzlich nicht mit, weil Mojang eh das immer total halbherzig hinrotzt, egal welcher Mob am Ende gewinnt. Es ist dieser Zyklus, du spaltest die Spielerschaft in drei Lager, so, dann gewinnt ein Mob, der wird dann implementiert, aber halt irgendwie in der langweiligsten oder wie beim Phantom halt wirklich richtig nervstötendsten Version, die vorstellbar war, und dann sind die zwei Lager, die verloren haben, sauer auf das Lager, was gewonnen hat. Obwohl es eigentlich Mojangs Schuld ist. Das ursprüngliche Set ist ganz nett. Ja, definitiv, aber ich finde, da war die Langzeitmotivation auch nicht vorhanden. Das Einzige, was wirklich interessant war, aber auch nur, weil es vorne und hinten nicht funktioniert, war das Verkehrsmanagement. Da brauchtest du halt auch Mods, damit du überhaupt mal irgendwie Tools hattest, um da arbeiten zu können. Und ansonsten an sinnvollen Spielmechaniken kam, finde ich, nichts. Also nichts von dem, was ich gesehen habe. Also das Einzige, was ich irgendwie vom Spiel noch mitkriege, ist halt, wenn irgendwie Spiffing Grid oder so irgendeine Meme-Challenge macht, so von wegen, ja, wir machen eine Stadt, in der es keine Straßen gibt. Und es funktioniert irgendwie, weil dieser DLC jetzt irgendwie Bürgersteige hinzufügt und deine Bewohner tatsächlich mal zu Fuß irgendwo hingehen können. Ich finde, Paradox ist halt, finde ich, wie Bethesda, nur in der Hinsicht schlimmer, dass Paradox komplett unterm Radar fliegt, was die eigentlich für eine Scheiße veranstalten oft. Nur gut, Bethesda hat man bei Starfield wieder so, das fand ich auch absolut faszinierend. So, man wusste, was Bethesda die letzten Jahre so geleistet hat und nicht geleistet hat. Dass die eigentlich abseits von Fallout 76 nach Fallout 4 ja eigentlich nur noch Skyrim-Releases rausgehauen haben und irgendwelche Mobile-Ports, die keiner haben wollte. Und dann kommen sie halt mit diesem, so von wegen, ja, Starfield wird 1000 Planeten haben und die Leute fressen es ihnen aus der Hand. Und ich habe mir gesagt, so, vor allem auch die ganzen Spielemagazine, habe ich mir gesagt, so, kritischer Spielejournalismus, so mal mit hinterfragen und Sachen in einen Kontext einordnen, ist irgendwie, da habt ihr wahrscheinlich gefehlt, oder? Also irgendwie, keine Ahnung. Also dann machen sie irgendwie, ich glaube, Wikipedia hält es irgendwie noch fest, ich glaube, die haben irgendwie, ich glaube, das ist ihre erste neue IP seit 20 Jahren. Wie viele Firmen können sonst 20 Jahre überleben, ohne ein neues Produkt rauszubringen? Also das ist halt eigentlich schon wirklich eine Fehlentwicklung, die da passiert ist.
kritische Berichterstattung verschreckt Werbekunden. Ja, es wird sein. Aber es ist halt trotzdem Armutszeugnis. Also, es hat auch nichts mehr mit Journalismus dann zu tun. Hoch. Was haben wir denn hier? Hast du dieses Jahr Anti-Mob-Voten bekommen? Ja, ich habe tatsächlich sogar die Petition unterschrieben, einfach weil ich, ganz ehrlich, ich will die nicht mehr haben. Ich, also, das ist einfach, es ist halt wirklich ein Marketing-Plot, aber halt wirklich einer, der absolut low-effort ist. Ganz ehrlich, der arme, ich meine, dann gab es ja zwischendurch sogar noch Vermutung, beziehungsweise das ist, glaube ich, noch nicht vom Tisch, dass es gerickt gewesen sein könnte, weil es wohl tatsächlich möglich war, das zu botten. Das wohl auch Leute versucht haben. Ob sie erfolgreich waren, ist halt nicht sicher. Und ganz ehrlich, die Leute haben jetzt den Armadillo genommen, wegen der Wolfrüstung, finde ich auch durchaus ist eine solide Begründung, unter der Annahme, dass die Wolfrüstung halt nicht total kacke wird. Ich meine, wenn man bedenkt, wir haben Pferderüstung, aber wir können Pferderüstung nicht verzaubern. Und selbst wenn du sie verzaubern könntest, wenn sie nicht gerade so machen, dass du halt zum Beispiel auch, also ich hoffe, wenn Wolfrüstung verzauberbar wird, dann machen sie hoffentlich das gleich auch für Pferderüstung. Aber wenn sie nicht zum Beispiel alle Arten von Protection annehmen kann, selbst wenn sie das kann, wird sie nie so viel abwehren wie eine normale Spielerrüstung aus 4 Teilen. Und vor allem wäre es halt auch gut, wenn sie so Sachen wie Federfall halt auch drauf passen würden. Weil, ne, mit einem Pferd fällst du ja auch mal irgendwo runter. Wenn man Essen, dann will man Essen auf dem Tisch haben. Ja. Im Idealfall, so, das Ding ist, ich würde behaupten, dass du auch als namhaftes Unternehmen durchaus in der Lage wärst, das zu forcieren. Wenn als Zeitung würde man ja meinen, lebst du ja auch von deiner Integrität. Aber gut, dann machen das halt jetzt Einzelpersonen. Und IGN macht halt einfach, das Neuhochladen von Trailern und generell verlängerter PR-Arm sein. Das ist ziemlich schlecht, ein Mob, der für nichts anderes nützlich ist als Hunderüstung. Ja, aber die Leute mögen halt ihre Hunde. Und sie wollen, dass ihre Hunde leben. Das ist nachvollziehbar. Das ist echt, ich wäre mit allen drei Mobs glücklich gewesen. Also Pinguine sind toll. Ich finde es irgendwie erstaunlich, dass der Pinguin halt, ja gut, er könnte Boote schneller machen. Ich wäre sehr lustig, wenn du einfach überall random, wenn du mit dem Boot unterwegs bist, halt einfach immer einen Pinguin dabei haben willst, der dann auch das Boot nicht mehr verlassen darf. Also wenn er so funktioniert hätte. Und die Krabbe, da ist halt die Frage, wie substanziell wäre da jetzt der Vorteil gewesen mit dem, ja, du kannst auf einer größeren Distanz Blöcke setzen. Also reden wir hier von einem Block oder reden wir halt wirklich schon, ne? Es gab ja auch aus anderen Mods ähnliche Sachen. Wenn es davon ausgeht, dass alle potenziellen Votes bereits programmatisch komplett umgesetzt wurden und nur die Module im Müll waren dann nicht gewählt worden. Das ist aber halt Blödsinn, glaube ich. Also wenn du den Aufwand schon machst, dann kannst du halt auch alle implementieren. Vor allem hätte es dann auch wirklich, dann hätte es erst recht Sinn ergeben, dir den Kraken und das Inferno 1.13 und 1.16 dann auch zu implementieren, als es dann um den Ozean und den Never ging. Also wenn du dann wirklich halt dir schon die Arbeit gemacht hast. Und es entsteht halt auch oft der Eindruck, dass Mojang schon versucht, es in eine bestimmte Richtung zu pushen. Dass halt ein bestimmter Mob gewinnen soll. Was halt die Wahl, wenn es wirklich so wäre, dann halt auch umso sinnloser macht.
Ich muss sagen, ich finde, ich hätte mich nie an Scaffolding gewöhnt. Ich kann nicht nach oben gucken. Du weißt nie, wie weit du nach oben bauen musst. Aber du kannst halt nach oben klettern da dran. Sollten eine Respawn-Möglichkeit für die Hunde geben und mehr Möglichkeiten, Hunde kurz zu kurieren. Ich will einfach nur Feuer, Feuertränke und Fallschutz für die Hunde. Dann wäre ich eigentlich schon glücklich, genauso wie bei Pferden, weil ganz ehrlich, diese Tiere sterben in der Regel nicht durch Mobs, sondern halt also durch Umgebungsgefahren. Also entweder fallen sie irgendwo runter oder sie fallen in Lava. So, Wölfe kannst du heilen, sogar mit verrottetem Fleisch, was du halt, nur wenn du gegen Zombies kämpfst, überall kriegst. So, Pferde nehmen normalerweise eigentlich nicht an Kämpfen teil. Das ist halt eigentlich, man will es eigentlich nicht glauben, was du beschreibst, Nami. Das zeigt halt auch wieder, wie kaputt unser System einfach im Prinzip schon ist. Also wenn du wirklich ein Produkt mit der Absicht entwickelt, dass es nicht fertig wird, dass du es verwirfst, einfach weil das wirklich dir doch am Ende durch Steuerersparnisse mehr Geld einbringt, als das Produkt zur Marktreife zu bringen, ist halt, da kann man mir nicht erzählen, dass das keine Fehlkonstruktion ist. So viel zum Thema, der Kapitalismus fördert Innovation und andere Wirtschaftssysteme können das nicht. Kann ich hier wieder sozialistische Propaganda einsetzen? Könnte ich dich aufhalten? Ich habe irgendwann einen Zweifel, dass ich dich aufhalten könnte, selbst wenn ich es wollte. Ich verstehe Scaffolding nicht. Ich verstehe nicht, wie das Zeug funktioniert. Staatliche Veränderungen und Steuernrate sind nicht kapitalistisch in ihrer Natur. Stimmt. Aber das ist ja, sind ja die Sachen, da sind ja auch Kapitalisten ganz happy, wenn sie das abgreifen können. So, das ist wiederum ein gewollter Eingriff in den Markt. Genauso wie niedrige Löhne ja auch ein Zeichen vom Angebot und Nachfrage sind, aber sobald halt Arbeiter mal in der Position sind, dass sie sich ihren Job aussuchen können, dann fließt das Geld ja in die falsche Richtung. Du müsstest nur den Bann-Knopf drücken. Ich habe, glaube ich, aber keine Regeln gegen sozialistische Propaganda aufgestellt. Also, na klar, ich habe das Hausrecht, aber... Trotzdem will ich einfach nur random Leute bannen. Vor allem die Leute, die halt regelmäßig im Stream dabei sind. Also dann kann ich auch bei meinem Discord die Regel rausnehmen, dass es explizit erlaubt ist, über Politik zu reden. Darf ich dann technokratische Propaganda? Ja, wir bringen einfach alle möglichen Staats- und Regierungsformen hier unter. Haben wir noch etwas, was fehlt?
haben wir vielleicht noch einen Nordkorea-Influencer hier, der hier seine Meinung kundtun möchte? Nordkorea-Influencer, also, dass es dieses Wort einfach gibt. Das ist halt eigentlich schon das Heftige dran. Mir noch Faschisten. Verdammt. Frag mal in Italien nach, die kennen sich da aus mit dem Thema. So, das passt viel, viel besser. Ist zwar ein bisschen langweiliger von der Farbgebung her, aber was will man denn machen? Also, wir brauchen ein Foto. Weil das wird definitiv das Thumbnail. Sorry, Julius Kaltaris, aber du bist nicht der Held von Adonia. So, jetzt müssen wir einmal das Inventar sortieren. Es gibt sozialistische Bücher, wo es nur darum geht, sich gegen Technokratie und so zu äußern. Okay. Wieso sind die nicht... Bin ich jetzt total bescheuert? Hä? Wieso sind die gerade nicht... Warum kann ich die nicht stacken? Die sind stackbar. Aber warum sind die nicht... Hä? Hä? Warum kann ich die nicht zusammenpacken? Die letzte Statue. Ja, genau, die letzte Statue ist grün. Wieso kann ich die jetzt nicht zusammenpacken? Also, ich kann sie zusammenpacken wegen Carpet Mod, aber warum sind die nicht stapelbar? Das ergibt keinen Sinn. So, wir haben wirklich fast das komplette gelbe Glas aufgebraucht. Hier, ein Stack hattest du eventuell schon mal platziert, den anderen nicht. Aber das dürfte doch eigentlich nicht. Ich meine, wir können es mal probieren. Ich meine, die haben NBT-Tag aus irgendeinem Grund. Hä? Aber was verändert denn... Wieso verändert sich denn die Eigenschaft der Schulkerbox, wenn ich sie ab... Hä? An Schulkerboxen verändert sich doch nichts, wenn man sie platziert und abbaut. Das ist doch ihr Ding, dass sie sich nicht verändern. Ich meine, es denkt wahrscheinlich dann irgendeine Carpet-Mod-Limitation sein, aber... The fuck? So, ganz ehrlich, die hier können auch... Die brauche ich nicht hier.
Ich habe ja nicht mit Lava-Beleuchtung gearbeitet. Das wäre wirklich krampfig geworden, glaube ich. So, wir machen. Wie sieht's mit den Steinkisten aus? Wir brauchen gar nicht so viel. Wir haben gar nicht so viel gebraucht. Ich meine, wir nehmen eine nochmal mit, aber der Rest kann wieder da rein. So, und dann nehmen wir hier die. So, ich bin mal gespannt, ob da das Glas das reicht. Moment. Das können wir hier reinpacken. Ich erinnere mich daran, dass ich ein Video zu... Ich hab's doch gemacht, ich hab sie doch platziert. Es hat funktioniert, ich kann jetzt alle 7 zusammen starten, aber ich verstehe nicht, warum es so ist. Okay, in Lolcat sind die Froglights einfach Toadshines. Jetzt probieren wir es bitte. So, pass auf. Ja, die Statue kann man gut sehen. Da brauchen wir jetzt nur noch eine. Schulkerboxen sind nur halb. Moment, was willst du bei Schulkerboxen denn noch groß anders machen? Ich meine, ja, sie hätten vielleicht sowas machen können wie Verzauberung, dass die, dass halt, sie halt automatisch Sachen aufnehmen können, die du, ne, dass du ihnen die Fähigkeit geben kannst, dass sie automatisch Sachen direkt aufnehmen, wenn du sie im Inventar hast und auch Sachen direkt in deinen Stack nachfüllen. Also eine halbe Community Verband ist automatisch ein Feind des Sozialismus. Dass sie mit einem Rechtsklick geöffnet werden können. Ja gut, das ist aber auch schon ein bisschen nervig, aber ich finde generell, dass das Inventar einfach so klein ist und deshalb du so schlecht mehrere Blöcke untereinander processen kannst, ist halt einfach ultra nervig. So, pass auf, wir brauchen die Schematik kurz. Und dann müssen wir einmal kurz den Skin hier, also die Skin-Seite neu laden, den neuen Skin hochladen. Und ich muss euch den neuen. So, den Torsen machen wir kurz weg, weil dann haben wir eine gute Trennung. So, nein, 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 ich will nicht irgendein Halo-Video anmachen. Pin. Statue Nummer 4. Damit ihr auch wisst. Um wen es hier geht. So, pass auf, wir brauchen. Böp, böp, böp. Jetzt brauche ich aber auch wieder den. Der Typ ist bestimmt Grünwälder. Ja, so vorausschauend war er nicht. Also noch 2 hoch.
Creative, du kannst jetzt nicht einfach deine politischen Überzeugungen aufgeben. Ich glaube, es hackt. Wie lange war das jetzt ein fester Bestandteil des Streams? Und nicht einfach hingehen und deine Meinungen ändern. Kommen wir denn da hin? Da haben wir doch keine Beständigkeit mehr. Dann muss ich deinen Titel auf Discord ändern. Sind 75% deiner Community im gleichen politischen Lager. Wieso 75%? Was ist da denn jetzt für eine Rechnung entstanden? Oh, wo wir gerade bei komischen Rechnungen sind. Ich habe die Tage, mir ist tatsächlich die Tage ein Post in meine LinkedIn-Timeline gespült worden. Halt durch eine Person, mit der ich indirekt früher zusammengearbeitet habe, wo ich ein bisschen enttäuscht war. Weil das war so einer, der sich darüber ausgelassen hat, über das Video von der jungen Frau, die halt gerade ihr Studium fertig hat und sich halt darüber beschwert, dass die Einstiegsgehalt zu gering ist. Und soll sich ja nicht beschweren und hat sich auch schnell auf Äußerlichkeiten fixiert, so von wegen, ja, sie hat ja ein Regenbogenarmband und so. Dann hat er aber auch irgendwie, er hat dann vorgerechnet, wie viel frei man eigentlich im Jahr hat. Also da gab es so einen ähnlichen Post schon mal von einer Weile, der komplett beschissen war. Aber das war dann so 30 Tage Urlaub, dann irgendwie 9 Feiertage im Jahr, wo ich mir dachte, Moment, Feiertage sind erstens kein Urlaub, zweitens sind die unterschiedlich je nach Region und drittens sind sie kein Urlaub. Und dann so, ja, dann noch die Brückentage. Ich mir so, Brückentage sind auch kein Urlaub. Also ich musste bei Brückentagen eigentlich immer Urlaub nehmen. So, wieso, was machst du hier für eine Rechnung? Wieso versuchst du jetzt so krampfhaft darauf zu kommen, dass man 7,5 Wochen Urlaub im Jahr hätte? Also, gut, dann war ich auf dem Profil und dann so, oh, ja, Finanzinfluencer sitzt in Dubai. Ja, da bin ich ja sehr, sehr beruhigt. Darf Brückentage gar nicht nehmen. Ja, siehst du? Ich meine, was ich kenne, was hier in der Region manche Betriebe machen, ist, dass sie sagen, du hast irgendwie zum Beispiel 30 plus 3 Urlaubstage, weil sie dann sagen, die Karnevalstage, also ihr Rosenmontag, war Donnerstag, Rosenmontag und ja, der Freitag, glaube ich, oder der Dienstag. Dass die halt automatisch frei sind, dass du da keinen Urlaub nehmen musst, aber sind also deshalb plus drei, weil es halt nicht, ne, weil sie halt nicht zur freien Verfügung sind. Aber sonst bist du da ja komplett alleine. Ich hab das gelesen und hab mir gedacht, so, das liest sich wie einer dieser Reddit-Posts auf r/LinkedIn-Cringe. Was macht das in meiner Timeline? Dann ziehen wir es immer Leid und den Tod ab, so dass ich jetzt bewusst sagen, schön, wie ich kann. Und das ist jetzt Maschine wieder das Beste. Ich sag ja, Gewicht der Welt auf den eigenen Schultern. Okay, zum Glück hat Julius hier eine recht einfache Körperzeichnung.
zumindest auf, an den Beinen. Das ist mir erst vor ein paar Tagen wieder bewusst geworden. Also es ist Songs of War leider ein bisschen zum Verhängnis worden, glaube ich, dass es echt schwer ist, die Adoni-Charaktere auseinanderzuhalten, wenn man halt nicht auf, auf diese Körperzeichnung achtet, worauf wir als Menschen halt auch einfach nicht konditioniert sind. So wir sind darauf konditioniert, Menschen ins Gesicht zu schauen. So, das ist aber halt hier komplett nicht hilfreich. Aber wenn du halt mal einen Charakter siehst, irgendwo im Background und wissen willst, ob du den schon mal gesehen hast, so, dann kannst du den halt relativ eindeutig identifizieren anhand dieser Körperzeichnung. Das ist mir dann tatsächlich dann von einer Weile klar geworden, dass zwei Charaktere, die erst in der sechsten Folge eine Sprechrolle und Namen bekommen, aber schon in der ersten Folge im Hintergrund zu sehen waren. Und ich konnte es dadurch verifizieren. Dann dachte ich mir so, das ist schon sehr cool. Oh, unpopular erkennen, ich hasse Karneval. Das ganze Konzept misshält mir, verwirrt mich extrem, macht mir sogar Panik. Ich verstehe Karneval auf verschiedenen Ebenen nicht. Also ich muss sagen, Karneval mit Kindern ist nice. Weil die Kinder haben halt einfach wirklich Spaß am Verkleiden. Das steckt an. Aber ganz ehrlich, für die allermeisten Erwachsenen ist es einfach nur eine Ausrede, sich richtig volllaufen zu lassen. Und das ist auch, wenn ich mir dann noch Püten reden, so, ich verstehe das Prinzip hinter dem Tusch nicht. Wieso muss, das ist halt, ich weiß noch, ich habe irgendwann mal, weil mir das halt aufgefallen ist, dass in amerikanischen Sitcoms ja immer dieser Lachkonserve läuft und ich habe nicht verstanden, warum. So, warum das in manchen Serien so ist und manchmal nicht. Dann habe ich meine Mutter gefragt, warum das so ist. Und ich weiß noch, sie hat nämlich damals gesagt, weil die Amerikaner sonst nicht wissen, wann sie lachen müssen. So, inzwischen ergibt das auch voll Sinn. Und mit Blick auf Karneval habe ich das Gefühl, genau das ist es. Die Leute wissen sonst nicht, wann sie lachen sollen. Aber das Problem, es ist halt leider auch Konditionierung nach Pavlov, wenn man drüber nachdenkt. Ne, wenn du es halt richtig machst, dann ist halt irgendwann wenn du da diesen Reiz irgendwann verbindest, ne, das wurde ja mit Pavlovs Hunden getestet, und es funktioniert halt so leider mit Lachkonserve oder mit dem Tusch genauso, dieser akustische Reiz alleine reicht halt irgendwann aus, dass du anfängst zu lachen. Obwohl, auch selbst wenn nichts sonst gesagt wurde, das ist halt eigentlich total perfide. So, ich finde, so, wenn man dazu sagen, ich finde es okay, Lacher in einer Sitcom zu haben, wenn es von einem Live-Publikum aufgenommen wird. Dass Live-Reaktionen sind. Aber wie gesagt, also das wird halt teilweise in echt krasse Bahnen gelenkt. Boah, das war eine der Sachen, da hat man tatsächlich auch ein bisschen den Humor mitbekommen von dem Schulleiter, den ich gerade meinte. Der hat, ich weiß nicht, war es in der 6. oder 7. Klasse? Ich glaube, da hat er für die, glaube ich, mit war ich halt dabei. Ich glaube, der hat für, auch zumindest in dem Jahr halt für die Unterstufe, glaube ich, halt mit eine Büttenrede sozusagen gehalten. Es war so, gut, der Humor war wenigstens weitgehend jugendfrei. Also es war nicht das Allerschlimmste, aber ja. So, theoretisch hier.
So, damit sind die Beine sogar schon fertig. Und der Seite hat er einfach gar keine Körperzeichnung. Das ist eine logische Schlussfolgerung der Technokratie. Ja, das wird nur mit Robotern irgendwann lustig. So, wann sind unsere Maschinen so intelligent, dass die Rechte nicht verdienen oder im schlimmsten Fall sogar gewaltsam einfordern? Okay, das sind ein paar Stellen, die sind so ein dunkles Grün, dass ich sie eher doch tatsächlich nicht mehr als Teil der Körperzeichnung behandeln würde, weil die wären sonst definitiv zu hell. So. Jetzt ergibt es Sinn, genau, weil da der Arm ist und deswegen kann ich das hier ein bisschen anders handhaben. Nächste Stufe, falls diese überhaupt noch kommt, ist wieder ein feudales System. Ja gut, in Amiland wiederholt sich auch so ein bisschen die Geschichte. Man mag es kaum glauben, aber die Amerikaner haben tatsächlich es mal geschafft, dass reiche Menschen und große Firmen angemessen besteuert werden. Es hat sich nun leider alles wieder ein bisschen zurückentwickelt seitdem. Weißt du, Creative, eine sehr weise Person. Ich wollte jetzt fast sagen, ein sehr weiser Mensch, aber das stimmt nicht. Hat einmal gesagt, Logik ist der Anfang der Weisheit, nicht das Ende. So, niemand sagt, dass ein politisches System wie die Technokratie nicht in verschiedene Richtungen führen kann.
Rechnungskarten sind zu sehr mit der Frage, können wir beschäftigen, nicht als dass die Zeit darauf verschwenden zu bedenken, sollten wir. Ja, mit Blick auf Portal könnte man das, denke ich, auch so definieren. Ja, wobei Bill Gates muss man, finde ich, auch vorsichtig sein. Also da ist auch viel mit geschöntem Image. Bei Jeff Bezos dagegen denke ich aber irgendwie immer so, der Mann sieht halt auch aus wie Lex Luthor. Sorry, also. Ich habe so ein bisschen, da könnte man so ein bisschen das Gefühl kriegen, wir sind in dem Universum, in dem wir Lex Luthor haben, aber nicht Superman. Muss auch gerade dran denken, im Moment landet in meinen Recommendeds auch wieder ein neues Video von Film Theory. Wo es wieder darum geht, dass ja der Transporter aus Star Trek, warum der so schrecklich ist, weil ich denke so, ja, wahrscheinlich kommt er wieder mit von wegen, du bist nicht die gleiche Person oder sowas, was halt wieder so eine komplett philosophische Schiff des Theseus-Frage ist. Aber vor allem denke ich mir so, ich kann das halt auch nicht mehr ernst nehmen, also weil die Theorien sind ja teilweise wirklich einfach so bescheuert. Also abgesehen davon, dass er ja auch behauptet hat, oder ein Video halt mit dem Titel irgendwie von wegen, ja, die Föderation ist eine kommunistische Diktatur. So, ja, ich glaube, sein Argument war dann so, ja, es gibt halt kein Geld. Ich habe das Video nicht mehr im Kopf. Es war, glaube ich, als Star Trek Into Darkness damals rauskam. Gut, nach dem Film könnte man auch dieses Bild von der Föderation haben, aber da hat einfach jemand Begriffe rumgeschmissen, ohne zu wissen, was sie bedeuten, könnte man meinen. Nochmal hydrieren, Moment. Vor allem, es gibt kein Geld. Vor allem, Star Trek ist sich ja nicht mal einig, ob es in der Föderation Geld gibt oder nicht. Also, der eine wird gesagt, es gibt kein Geld, und der andere sagt, es gibt durchaus eine Währung, aber es hat einfach nicht mehr den Stellenwert, wie es jetzt der Fall ist, weil es eine Überflussgesellschaft ist. Weil es das ist. Also, es ist eine Überflussgesellschaft, so man kann den Begriff Kommunismus oder Kapitalismus, also über dem, da sind die einfach drüber hinaus. So. Und das ist leider nicht die einzige, wo MadPat halt sich halt richtig vergreift, finde ich. Also, ich weiß auch noch, zu Harry Potter hat er ja auch irgendwie dann noch so eine Theorie, einfach weil er komplett. Also die komplette Theorie, also es geht um die Horcruxe, und die komplette Theorie basiert einfach auf einer kompletten Fehleinschätzung.
So, aber eine, die halt irgendwie niemand hinterfragt. Und zumindest die er nicht hinterfragt. Die sind im fully automated luxury gay pericommunism. Yep. Aber sowas von. Und ich meine, hey, da laufen Weltraumkatzen rum. Also, ja, Furry trifft auch zu. Jetzt frage ich mich gerade, wie viele Furries, oder so spätere Furries, von Star Trek The Animated Series getriggert wurden. Weil ja da auch eine Kaitianerin da, zur Brückenbesatzung gehört. MadPat und Fehleinschätzung. Ja, ganz ehrlich. Das Ding ist, der ist ja nicht dumm, aber ja, man merkt halt manchmal, dass es halt wirklich einfach nur um Video ging. Das ist einfach eine Planwirtschaft. Skandal, das kann doch nicht funktionieren. Nami, ist das, was du nicht beschreibst, nicht eine Meritokratie? Eine Technokratie ist ja, soweit ich weiß, eigentlich die Herrschaft von Forschern und Wissenschaftlern. Demokratisch ist beides nicht, da hast du recht. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Hier fehlt. Ja, und deshalb passt der ganze Rest nicht. Der intelligentesten Individuen. Was weniger problematisch wäre, wenn wir einen objektiven und unfehlbaren Weg hätten, um Intelligenz zu messen, in all ihren Ausprägungen. Da aber auch das, diese Einschätzung halt letztendlich eine gewisse Subjektivität hat, beziehungsweise man halt es auch durchaus beeinflussen kann, im Sinne von, welche Qualitäten wertet man und welche nicht.
glaube, ich habe noch kein Video von MatPat gesehen, bei dem ich ihm zugestimmt hätte. Ja, keine Ahnung, also es ist halt einfach, also manche Theorien gibt er ja auch einfach nur selber wieder, so, es ist ja nicht, nicht immer seine eigenen. Ich finde das, was er sich zu Minecraft teilweise überlegt, ist halt, da finde ich, das passt sogar durchaus. Einfach auch gut, weil Minecraft halt auch wirklich so gestaltet ist, dass es halt sehr flexibel ist und du dir alle möglichen Geschichten dazu ausdenken kannst. Von daher bin ich halt bei seinen Minecraft-Theorien durchaus dabei zu sagen, ja, könnte so gewesen sein. Aber Mojang wird definitiv nicht hingehen und da irgendwie nur sagen, es war so. Weil sie nicht, also na, sie, klar, sie geben schon mal Sachen als einzelne Elemente vor, sie sagen zum Beispiel die Eigenschaften eines bestimmten Mobs oder sowas, aber die wollen ja grundsätzlich nicht das, was wir uns für unsere Welten überlegen, halt invalidieren. Also von daher. Hier haben wir alle paar Jahre Waren und Technokratie haben wir alle paar Jahre einen IQ-Test für jeden. Ja, das. Ich meine, das Ding ist, Demokratie ist, wenn man es streng betrachtet, halt auch nichts anderes als ein großer Beliebtheitswettbewerb. Mit potenziell sehr schlimmen Ergebnissen. Aber das ist halt auch natürlich ein Problem, was jedes System hat. Du wirst immer eine Elite haben, die sich einbunkert und dann halt auch dafür sorgt, dass dann entsteht halt auch eine Dynastie in irgendeiner Weise. Sowas ist halt extrem schwierig zu verhindern. Die Amerikaner versuchen es ja deshalb mit der Amtszeitbegrenzung für den Präsidenten, dass er halt auch irgendwie gezwungen ist, Nachfolger vorzubereiten. Wäre vielleicht, das ist etwas, da verstehe ich auch Leute, die sagen, das wäre ganz gut, wenn wir es für den Bundeskanzler auch hätten.
Ja, das ist korrekt. Sehr gut. So. Funktioniert. Wie sieht's aus, wenn wir mal kurz. Oh, das harmoniert halt. Also hier, finde ich, ist das auch nicht so krass. So gut hier, ja, aber wenn du dann so guckt, das funktioniert. Das sieht super nice aus. Kann man nicht anders sagen. Das war genau das Ziel, was ich hatte mit dieser ganzen Story hier. So, Mojang, wie wär's? 1.22 dann Inventar-Update und 1.23 dann farbiges Blocklicht bitte oder generell farbiges Licht? Wie wär's? So, jetzt müssen wir kurz die anderen Körperteile wieder. So, wir sind beim rechten Arm. Was mache ich hier? Das ist noch nicht gut. Erstmal nur die Vorderseite, bitte.
schiebe immer alles auf meine Medikamente. Ja, genau, so. Deswegen wird Alkoholkonsum in seinem Chat beworben. Das ist nicht illegal. Wobei ich vielleicht auch meine Meinung kundtun sollte, dass ich Alkohol für eine der gefährlichsten Drogen halte. Eine, die sich Menschen viel zu gerne schönreden. Obwohl es dazu eigentlich keinerlei Anlass gibt. Panda, also nur so zur Info, ne? Also eine Technik, also die Regierungsform gibt ja nicht vor, ob also wie du mit Kriminellen umgehst. Also nicht zwangsläufig. Also es gibt ja auch genug demokratische Staaten, die noch die Todesstrafe entweder rechtlich oder halt wirklich auch in der Praxis haben. Ich sag nur Amiland. So umgekehrt, so ist keine Staatsform bedeutet, dass du halt automatisch Leute foltern musst, theoretisch. Also zumindest theoretisch, ne? Ich kann ja Gras empfehlen. Lami, du meinst mich zwar nicht, aber ich. Aber um das klarzustellen, ich trinke keinen Alkohol. Wenn Alkohol irgendwie in Speisen oder sowas enthalten ist, dann ist mir das relativ egal.
Also da mache ich schon einen Unterschied. Ob das so rational ist, darüber kann man sich streiten, aber es ist so. Grundsätzlich ist, habt ihr die freie Wahl, was ihr trinkt, wenn Hydrian kommt. Mit dem, ich meine, es ist ja auch ein Zeitlimit drauf, dass es nicht komplett übertrieben wird. Also es wird schon kein Trinkspiel daraus. So, wenn ihr ansonsten Trinkspiele macht mit irgendwelchen Marotten von mir, dann übernehme ich natürlich keine Haftung. Ja, wenn Hydrieren kommt, einmal am Joint ziehen. Das ist aber nicht Hydrieren. Und korrigiere mich. Ich weiß nicht mehr, vielleicht werfe ich es auch durcheinander. Aber ist nicht einer der Nebeneffekte von Gras, dass man trockenen Mund bekommt? Oder verwechsel ich das? Es ist dehydrieren. Huch. Genau, setz Glas hinter Glas. Das wird voll viel bringen. So, damit hätten wir die Schulter auch, weil das war es auch mit der Körperzeichnung hier oben.
Warhammer 40k, das ist tatsächlich auch ein Universum, mit dem ich mich nicht wirklich befasst habe. Ich muss gerade eher an Deus Ex denken. Ich glaube nur so ein bisschen, dass ich weiß, dass diese betonscht aufgeregt gewordene Menschen sind. Uff, ja. So, einmal drehen. Oh, die 40k Lore vom Alter, ich bewusst mich wahrscheinlich bei Stargate oder Talk, es wird viel zu viel. Ich finde das, ich finde tatsächlich Tolkien da echt schwierig, weil du gehst ins Wiki, willst eine Sache wissen, wirst erstmal mit, du musst aber eigentlich schon 10 andere Sachen wissen, einfach weil du mit Begriffen bombardiert wirst, die halt auch so, zum Beispiel in Herr der Ringe, also auch in dem Film, nie gefallen sind. Also musst du halt erstmal so Verständnis dafür haben, wie diese ganze Götterkonstellation da aufgebaut ist. Wenn, dann sonst verstehst du schon mal nicht, was es mit Gandalf auf sich hat und generell mit den Zauberern. Und es wird einfach mega kompliziert, einfach sehr schnell. Also da blicke ich, also gut, ich habe auch nicht den Ehrgeiz, da mich reinzulesen, aber das geht sehr schnell, dass man da nicht, dass man da an eine Wand stößt. Aber sonst, ja, man kommt schnell in so ein Rabbit Hole bei so Wikis. Ich habe das leider auch sehr oft, dass ich will eine Sache kurz nachgucken und dann bin ich auf einmal irgendwie bei, habe ich auf einmal irgendwie 10 Tabs offen. Also nur von diesem Wiki halt. Selbst wenn ich die Seiten schon kenne.
TV-Tropes ist da auch sehr, sehr schwierig. Also da verbringt man auch sehr schnell viel zu viel Zeit. Der Ring ist auch mehr oder weniger das Ende der Geschichte. Genau. Ja, das ist es. Er ist ja gar nicht fertig geworden. Er hat ja doch das Silmarillion geschrieben, was ja ich. So, Tolkien ist halt auch. So, die Leute sagen ja, man soll sich nicht zu sehr in seinem Worldbuilding verlieren, dass man gar nicht erst anfängt, seine Geschichte zu schreiben. So, und dann kommen die Leute mit Tolkien, der genau das gemacht hat. Aber wirklich genau das. Also wenn jemand Worldbuilding Disease hatte, dann er. Okay, die Schulter hat tatsächlich gar keine Körperzeichnung. Also null. Ich entwickle mal eben da tausende an Geschichte für meine erfundene Sprache. Ja. Ja, das ist es. Okay, seine Kopfzeichnung ist halt auch total unkompliziert, sehr gut. Tolkien hat gerne seine eigene Lore, aber dass die auch sehr inkonsistent ist. Na ja, gut, wenn es halt auch noch nicht fertig war. Und man muss halt auch dazu sagen, das passiert halt wirklich sehr schnell. Also, das war halt auch so in letzter Zeit auch bewusster geworden. Also, selbst wenn eigentlich alles aus einer Feder stammt, geht das schnell, dass man den Überblick da verliert. Wenn du dann noch so große Franchises wie Star Trek oder sowas hast, wo du dann wirklich ja Dutzende von Autoren hattest. Also du brauchst ja echt Leute, die sich nur darum kümmern, dass das alles zusammenpasst, wenn du da Wert drauf legst. Ja, so ganz blicke ich zum Beispiel bei den Ringen, der macht ja auch nicht durch, weil irgendwie der dann zeitweise hieß, dass die Ringe der Elben gar nicht Teil seines Plans waren, aber ihm trotzdem irgendwie in die Hände gespielt haben. Ich bin einfach überhaupt nicht genug drin. Ich bin ja sonst total der Lore-Nerd bei sowas, aber bei Herr der Ringe, so ja, ich mag die Filme und ich habe da auch einen riesen Respekt vor, aber ich finde mich da nicht wirklich, nicht einfach nicht so rein. Ich verlange übrigens, dass du den ersten Hentai, den ich zeichne, als Map Art in diese Welt übernimmst. Excuse me? Können wir das vielleicht nicht tun?
Doch, bitte. Oh nein, Leute, Leute, er hat bitte gesagt. Also, ich glaube, da habe ich keine andere Wahl. Bin ich. Oh, danke, danke. Dann möchte ich auch den Eintrag ins Death Note. Das mich übrigens noch nicht getötet hat. Also in keiner Form. Muss vielleicht noch mal mit dem Shinigami reden, ob da irgendwas nicht stimmt. Mein Shinigami umgebracht. Wie hast du das denn geschafft? Gibt nicht so viele Umstände, durch die ein Shinigami sterben kann. Kompliziert. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Vor allem, wenn ich so ein Wannabe Light Yagami wäre. Shinigamis mir auf jemanden Shinigamis töten. Ich muss ja so dazu bringen, mich zu retten. So funktioniert das, Leute. Fuck, das ist falsch. Ja, das hat nicht die Geschichte von Tolkien. Nee, das meinte ich auch nicht. Ich meinte die Ringe gemacht, also die Gegenstände, nicht die Serie. Dass die Serie sich da sowieso sehr, sehr viele Freiheiten nimmt, gelinde gesagt. Ist, ja. Ich habe uns lange vor Sauron mal geschenkt, das hat nicht wenige. Er hat kaum Macht über sie, aber sie haben ja auch ihre Macht verloren, nachdem der eine Ring zerstört wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Danke, dass du meinen Schlafrhythmus wieder kaputt machst. Gern geschehen. Was zum Fing mache ich denn? So kann man das, wie viel Lore schafft mir zu brechen, Bingo auch nennen. Ja, also schon wenn ich höre, was so, also ich meine, allein wenn man Galadriel in Herr der Ringe mit Galadriel in Rings of Power vergleicht, merkt man das halt schon. Wobei ich fand, dass sie halt, dass sie später in der Serie weniger anstrengend wurde. Also das, aber der Anfang war halt so sehr, sehr nervig mit ihr. Weil sie sich halt nicht aufführt wie eine der, wie jemand, der selbst nach Elbenstandards sehr weise und vernünftig ist.
Ja, man könnte meinen, der ganze Plot der Elben basiert darauf, dass sie halt versuchen, an der Vergangenheit festzuhalten. Gerade falsch, was ich hier mache. Ich kann das so schlecht übertragen. Wenn ich hier schaue. Dann helfe ich dir. Nein. Das ist falsch. Es ist falsch ausgerichtet.
Das sieht schon eher nach was aus. Ich kann es leider auch nicht mal in Formen zerlegen. Aber wenn es, ja, so würde es funktionieren. So, das müsste jetzt aber doch hoffentlich geklappt haben. Ja, pass auf den Übergang da. So, Mentalkopf ist keine Körperbezeichnung. Das macht es sehr viel einfacher.
So, einmal die Lampe, dann... So. Müssen wir es nur hinkriegen, dass wir nämlich die wieder rausnehmen. Dann können wir nicht das Inventar wieder freiräumen. Ah, ich glaube, ich weiß, was los ist. Ich glaube, dadurch, dass ich die... Ich glaube, die Schulkerboxen, also ich denke mal, die haben den wahrscheinlich von der Mod aus, also wahrscheinlich von Carpet, weil ich glaube, das von Vanilla aus selber wäre es egal, aber wahrscheinlich haben sie von Carpet aus einen Tag, ob sie voll sind oder nicht. Weil wir haben, glaube ich, gerade gesehen, nämlich MBT-Tag, ich glaube, das haben, boah, doch, das haben alle gehabt, aber es ist wahrscheinlich ein Tag, ob was drin ist oder nicht. Und das wird wahrscheinlich nur geupdatet, wenn ich sie platziere und wieder abbaue. Weil normalerweise ich auf die Weise Items entnehme. Aber dadurch, dass ich jetzt hier durch Inventorio beziehungsweise ne, hier mit auch so, mit Pickblock auch so Items rausnehmen kann, wird das halt nicht immer geupdatet. Das ergibt Sinn. Ne? Aber die Zahl kann ich nämlich jetzt, weil... Okay. Wahrscheinlich war die beide... Also sie sind nicht voll, aber sie haben beide das Tag, dass das was drin ist, wahrscheinlich. Also irgendeine Interaktion, die halt nicht sein sollte. Ich muss langsam echt übers Schlafen gehen, nachdenken. Keine Sorge, wir machen jetzt auch so gut wie Schluss. Ich will noch mal kurz schauen. Moment, wenn ich einen Screenshot mache, will ich nicht da drauf stehen. So, da machen wir nämlich auch einen Screenshot. Also hier gefällt mir die Farbgebung wirklich gut. Es ist nicht so ein Einheitsfarbton. Und ich finde, das zeigt halt einfach, wie gut das selbst in seiner unfertigen Implementation in WSL Shader funktioniert mit den farbigen Lichtern. Wenn wir uns jetzt umsehen, ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Wir können noch mal kurz gehen hier zum Schrein. Können hier uns die Karte angucken. Wo ich auch noch irgendwas machen wollte. Ich wollte irgendwas noch markieren. Ich glaube, ich wollte den Kartenschrein selber mal irgendwie auf der Karte markieren. Aber gut. Ja, hier müssen wir noch ein bisschen schauen. Aber okay, da in der Richtung auch. Julius sieht man auch nicht gut. So, wir machen Stop Recording, dass sich möglichst nicht mehr weiterzieht. Willst du auch so eine große Map haben? Ja, das war ja der Sinn. Deswegen haben wir das ganze Ding ja gebaut. Damit wir an einem Ort einen Platz für eine Karte haben, die auch nicht mehr verlegt werden muss. Wann brauchst du deinen Skin als Statue? Boah, ich verzweifle doch jetzt, bin doch jetzt schon verzweifelt. Und die Adoni-Skins sind ja noch eigentlich ziemlich easy. Ich wüsste auch nicht, wo. Also wo fügt das was zur Kulisse hinzu? Das wird sich wahrscheinlich jetzt nicht von alleine auflösen, weil hier so viele andere Bäume sind. Skin des Zuschauers wird gebaut.
Ich hab schon die Bäume, die sind schon nervig genug, to be honest. Und damit ihr einen Skin in der Größe bekommt, also das müsste schon mit, das wäre höchstens was für die T3, Leute. Und Leute, das ist es nicht wert. Es reicht uns nicht. Ihr bekommt aber nicht mehr. So, komm, gehen wenigstens. Die hohe Baukrone muss weg. So. Naja. Das ist zumindest schon mal besser, aber wir müssen hier echt noch ein bisschen trimmen. Aber das ist eine Sache, wo ich mich definitiv nicht mehr heute dran setze. Wir haben unser Ziel erreicht, die Statuen sind gebaut, ich gehe jetzt das Inventar sortieren. Und ich schicke euch zu Blahai.